Moin! Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Let's Play. LS17, Nordfriesische Marsch, Vierfachmap-Version 1.9, ohne Gräben. Ja, was kann ich sagen? Ich kann nur sagen, wir sind am Aussäen. Und er hier machte mir Probleme beim Wenden mal wieder. Fuhr also immer im Kreis, deshalb hat sich das alles ein bisschen rausgezögert. Wir sind auf vier Feldern gleichzeitig. Und den hier möchte ich eigentlich gleich umsetzen auf Feld 26. Weil Feld 26 habe ich so eingestellt, dass ich mit zwei Maschinen im Prinzip dort säen kann. Damit es ein bisschen schneller geht, aber im Moment habe ich gar keine frei. Ha! That's the problem. You see, my friend? Ja. Feld 41 ist... Raps hat er... Ach, Dünger hat er kaum noch. Oh Mann. Jetzt sage ich, ich muss jetzt auch noch einen Überladetank kaufen, um Dünger zu verteilen. Doch muss ich wahrscheinlich. Na, mit Glück kriege ich das Feld 41 Grad noch so hin. Aber nichtsdestotrotz werde ich dann einen Überladewagen brauchen. So, was macht er jetzt hier? Macht das schon. Weil eigentlich möchte ich den hier oben. Weil eigentlich brauche ich den hier bald nicht mehr, weil ich hier einen Hakenlift hinstelle. Daher kann ich mit dem eigentlich zum Händler fahren und mir einen Überladewagen holen. Ja, auch wenigstens ein bisschen Geschwindigkeit. Der fährt ja ganz cool. Haben wir auch noch die ganzen Felder. Wir haben noch so viele Felder. Das ist unfassbar. Also entweder brennt es hier in der Nachbarschaft oder hier hat jemand seinen Kamin angemacht oder irgendwie ein Lagerfeuer oder so. Boah. Wir kaufen einen. Wir kaufen einen.
Farbereifung. Und wir kaufen mal wieder. Hauptfarbe? Nee. Dann nehmen wir ein schönes dunkles Blau. Und Designfarbe nehmen wir ein Orange. So, da steht's beides. Warum habe ich jetzt kein Grün genommen für die anderen? Weil es ja Amazone ist. Damit ich unterscheiden kann, was Dünger ist und was Saatgut ist. So, ganz klar. Die Grünen habe ich Saatgut drin. Und bei den Blauen eben nicht. Dann holen wir jetzt mal ein bisschen Dünger. In unserer hauseigenen Düngerproduktion. Ja, ist schon ein ziemlich heftiger Hof, was wir hier haben. Also im Vergleich zu unserem Hof auf der Hopfach-Map, wo wir auch noch sehr, sehr weit am Anfang sind, habe ich hier natürlich schon eine riesen Flotte an Fahrzeugen und auch eine riesen Flotte sind ja Fahrzeuge und auch eine riesige Menge an Produktionen und so, ne? Was mir gehört. Voll. Können wir den jetzt mal so Richtung Brauerei würde ich den schicken. Hofsilo Brauerei. Dass ich ihn nur schon mal in die Richtung kriege. Den kann ich mir dann ja abfangen. So. Was macht er hier denn auf Feld 19? Fährt er schon wieder im Kreis? Nee, fährt er nicht. Na, auf Feld 26. Er fährt im Kreis. Falls ihr jetzt erst reinschaltet, fragt ihr, warum fährt er nicht auf der Spur? Weil ich jetzt eingestellt habe, dass ich hier mit zwei Maschinen arbeite. Das heißt, ich muss jetzt gleich noch eine weitere Seemaschine fertig kriegen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der auf Feld 19 schon weiter ist. Ist er aber nicht. Naja. Kann man machen, nichts. Muss man nebenhin. Muss man gucken zu. Thank you.
wo will er denn überhaupt hin? Hier ist er doch schon gewesen. Oh Mann. Macht mich fertig, echt. Unfassbar. Ja, also hier werde ich dann doch keinen Diesel mehr hinbringen, höchstens zur Zementproduktion, damit ich dann hier den Rest Zement noch, also den Rest Sand und den Rest Kies noch verarbeitet kriege, aber mehr werde ich da jetzt auch nicht machen. In diesem Spiel. Nein, das geht mir jetzt hier nur darum, dass ich eben meine Reste wegkriege. Fast Track steckt im Verkehr fest. Wer steht da denn im Weg? Ach so, ja, okay. Das darf er. Wie sieht's überhaupt aus mit der Produktion? Läuft die? Ja, würde mich wundern, wenn nicht, ja, läuft. Auf Feld 9, Feld 41 fällt auch nur im Kreis oder was? Ist ja gar nicht. Ein bisschen nervig hier gerade. Nö, fährt aber. Fährt natürlich jetzt auf Strecken, wo er schon war. Ein so ein Streifen. Voll geil. Einmal runter, 30% von der Füllung weg. Unfassbar. Leute, wir nähern uns hier schon wieder dem Ende von dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Kommentare habe ich jetzt lange nicht mehr gesagt, aber selbstverständlich dürft ihr auch Kritik anbringen. Ja, also wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder so, dürft ihr das gerne schreiben. Sachliche Kritik ist natürlich immer gerne gesehen. Ne, irgendwie Beschimpfung oder irgendwelches Dissen. Natürlich nicht. Habe ich aber bisher ehrlich gesagt auch noch nicht erlebt. Möchte ich auch nicht erleben. Ja. Bisher, also muss man sagen, wenn ich jetzt sagen darf, meine Community kann sich am Riemen reißen, kann sich weißig zu benehmen und das finde ich toll. Danke dafür. Ja, was gibt's weiter zu sagen, außer dass hier der Puma aufgefüllt werden muss? Nichts gibt's dazu zu sagen. Wie gesagt, kommt mich auch bei Facebook besuchen. Kommt,
kommt auf meiner Homepage vorbei und schaltet vor allem zur nächsten Folge wieder ein. Was ist hier denn? Was ist hier denn schiefgelaufen? Muss ich nicht verstehen. Ja, auf jeden Fall sage ich dann erstmal ciao.